Ja, moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich oder einige von euch kennen noch das alte Format von Marco und mir, dem Country Maniac, zwei Pfeifen und ein Tabak. Wie die meisten von euch wissen werden, konnten wir das leider in der altgewohnten Form nicht fortführen. Und das Ergebnis des Ganzen seht ihr jetzt. Ich habe einfach Bock gehabt, weiter auf YouTube aktiv zu bleiben und habe einfach, ich sag mal, einen eigenen Kanal aufgemacht. In dem Sinne nochmal herzlich willkommen auf meinem eigenen Kanal, auf dem neuen Kanal von mir. Und erstes Thema, erstes Video wird ein schöner Besuch auf der Worter-Pfeifenmesse. Ja, eine jetzt komplette Neuvorstellung. Da verzichte ich heute mal ganz frech drauf. Ich denke mal, die einen oder anderen werden mich schon kennen. Ansonsten, ich packe unten in den Videotext nochmal einen Link rein zu dem Kanal von dem lieben Country Maniac. Da könnt ihr dann auch die alten Videos von Marco und mir sehen. Und ja, aus dem Sinne glaube ich einfach, eine komplette Neuvorstellung, ja, macht jetzt wenig Sinn, ne? Ja, in dem Sinne, ich gebe jetzt gleich mal ein bisschen Gas und dann sehen wir uns nachher in Wort mit ein paar schönen Impressionen wieder. Gehabt euch wohl. Bis später. Ja, ich stehe jetzt hier mit Kai Gillingren als Wolfram Benz, weil Wolfram hat mir eine Pfeife gebaut. Das ist eine lange Geschichte, die muss ich nochmal anders erzählen, weil ich habe gewartet und gewartet. Angelo kennt sie, der Eagle Pipe kennt sie, nur ich nicht. Ne? Und jetzt muss ich sie sehen und machen euch ein kleines Unboxing oder ein kleines Unpack-Video. Magst du sie mir geben? Magst du sie heute oder magst du? Ja, natürlich. Ja, ne? Oh, echt entspannt. Oh, Leute, ich krieg Gänsehaut. Guckt euch das an. Meine Wolfram Benz. Oh, Wahnsinn. Ich krieg hier echt gerne. Die ist geil. Die ist richtig schön. Also, wenn das nicht eine wunderbare Pfeife ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Boah, herrlich. Ja, da muss ich mich vorlegen. Die ist genial. Super. Herrlich. Genau das, was wir da vorgestellt haben. Ja, und das Spiegel, was du da gezaubert hast. Ja, ich habe halt das Spiegel jetzt ein bisschen versucht, ein bisschen an den Kopf anzulehnen, dass du einmal stimmig so ein bisschen den Weg durch die Pfeife hast, quasi, dass der Kopf quasi hier in diesen Dreiecken auch nochmal ein bisschen aufgenommen wird. Aber ich denke, hat ganz gut funktioniert. Wenn sie dir gefällt, siehst du bis letzten Endes. Super, genau wie ich mir das vorgestellt habe, kann man trotzdem. Ja, das kann ich dann noch sagen. Da bin ich froh. Ah!
Du schneidest mich dann weg, ne? Ich schneide dich, ich mache so ein Papa vor deinem. Ja, richtig, genau. Und sag dann, komm hier. Ja. Das wäre der hier schon wieder, das Gewissen. Genau. Such mal den Ausschnitt, vielleicht ein bisschen von vielleicht kann ich noch so einen schwarzen Balken vor dein Gesicht machen. So den Porno-Zensierbalken. Richtig. Ab 18 hier, ja, genau. Der ist nicht jugendfrei. Der ist nicht jugendfrei, ne? Ja? So eine Scheiße. Ja. Deswegen sagt er auch nichts. Das Gewissen. Das Gewissen, ja. Guck mal, ich hätte leicht einen Schiefbrand, was soll denn die Scheiße? Ja, aber guck mal hier. Du musst die Zigarre gleich so halten in der Kamera. Du musst ein richtiges Feuerzeug. Ja, ich merke das schon. Ja. Naja, und das bei dir als Kommasseur. Ich schicke das Ding zurück. Ja. Ist ja fast nicht gebraucht. Nee. Ja. Nee, ist noch genug Fleisch. Hält noch. Bisschen ist was dran. Ja. Fangen wir an? Fangen wir an. Ja, wir melden uns zurück. Diesmal an meiner Seite hier, der Bernd. Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Ja, ein Pfeifenfreund von mir, auch Mitglied des Gentleman's Clubs. Ne? Kennengelernt haben wir uns natürlich stilecht bei Darmpipe. Na, da hat er mich so ein bisschen blöd von der Seite angesabbelt. Ja. Ne? Oder ich ihn, ich weiß das nicht mehr. Ja, und Jan hatte eine Maske auf, damit man ihn nicht so gut erkennt. Ne? Ja. ja, wir melden uns zurück von der Messe. Es war richtig, richtig toll. Super tolle Gespräche gehabt, viele Leute kennengelernt. Sehr viel Spaß gehabt und allein der erste Durchgang so durch die Reihen war erschlagend, denn man hätte wirklich an jedem einzelnen Tisch mindestens eine Pfeife mitnehmen können. Es war bombastisch. Also die ganzen Angebote, ihr seht es ja auch in den Bildern, die ich noch bereits eingeblendet habe. Ja, genial. Einfach genial. Wir haben ja auch ein bisschen Beute gemacht, deshalb eine kleine Siegeszigarre, die wir uns jetzt gönnen. Ne, um so erstmal wieder so ein bisschen hier den Adrenalinspiegel hier in den Griff zu kriegen. Ne? Und Bernd, fang doch mal an, was hast du dir gegönnt? Ja, ich bin da auf der bescheideneren Spur tätig gewesen. Mhm. Ne? Ich habe erstmal von unserem lieben Falkenfreund Peter einen selbst hergestellten Pfeifenstopfer. Habe ich auch. Ja. Lieber Peter Echter Mittelhesse, herzlichen Dank für diesen supergeilen Stopfer, den du uns noch mitgebracht hast. Ja, sehr gefreut. Schön, dass wir dich kennenlernen durften, beziehungsweise ich dich kennenlernen durfte. Und eine schöne Erinnerung. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, ihr werdet mich noch kennenlernen. Ich bin mehr so von der bescheideneren Form. Ich habe hier von der Lucifer eine Pickaxe. Ein schönes Teil mit Bird Eyes und Crossgrain. Ja, mittleres Füllvolumen. Sehr leicht. Trägt sich gut. 9 mm Bohrung, genau mein Fall. Ich glaube, da habe ich nichts verkehrt gemacht. Alles richtig gemacht. Ja. Kann man nicht anders sagen. Alles richtig gemacht. Sehr, sehr schönes Pfeifchen. Ja, was war meine Ausbeute? Ihr habt sie ja schon am Anfang des Videos gesehen. Ich muss sie aber einmal nochmal zeigen. Eine Wolfram Benz. Die hat Wolfram extra für mich gemacht. Wir sind ja in Kontakt getreten. Ich habe ihm so ein bisschen meine Vorstellung gesagt. Und es war dann auch relativ schnell klar, wohin die Reise geht. Und ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich finde das Pfeifchen mehr als genial. Es ist traumhaft schön. Daran werde ich viel, viel, viel Freude haben. Lieber Wolfram, an dich nochmal ganz herzlichen Dank. Ne? Dann gab es ein weiteres Pfeifchen, was richtig schön abgefahren ist. Da bin ich bei Manfred Hortig hängen geblieben. Ne? Und ich glaube, das ist unverkennbar, Manfred. Ne, wer seine Pfeifen kennt, wird sofort sehen, das ist seine Handsprache. Sehr, sehr schön. Werde ich auch ganz viel Freude dran haben. Ein wunderbares Pfeifchen. Ja, und dann habe ich noch zwei Pfeifenstopfer hier, ne, von Roland Kirsch. Auch schöne kleine Pfeifenstopfer, den von Peter hatte ich gezeigt. Und dann bin ich noch bei Holger Hettig hängen geblieben und habe mir diesen Pfeifenstopfer geholt. Er liegt geil in der Hand und ich fand, das ist mal was Ausgeflipptes, ne, was Schönes, nicht alltäglich. Ne. Das gab es dann auch noch. Ja, das ist die Ausbeute von uns. Ich glaube, kann sich sehen lassen. Ne. Wir haben nichts verkehrt gemacht. Wir haben aber auch nichts falsch gemacht. So sieht's aus. Ja, jetzt genießen wir hier noch ein Pfeifchen. Ne. Den lieben Mabra haben wir als Kameramann verpflichtet. Ne. Ob ich ihn noch vor der Kamera sehen werde, weiß ich nicht, weil jetzt auf jeden Fall ist er erstmal hinter der Kamera und da bleibt er auch. Ne? Ja, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video, habt einen kleinen Einblick in die Waterpfeifenmesse bekommen. Und ja, dann würde ich einmal sagen, Bernd, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Ihr Lieben, macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.